Alter, was? Wie schnell war das jetzt? Oh mein Gott, Leute, das ist so unfair, ne? Das ist so unfair. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Nivellet bricht das Spiel komplett. Er macht's wirklich einfach kaputt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Denn es wurde eine Technik herausgefunden, mit der man mit Nivellet Gegner ziemlich schnell besiegen kann. Und zwar extrem schnell. Also er macht wirklich das Spiel kaputt. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, was ich meine, anhand von einem Clip, der mir gestern zugeschickt worden ist. Und wir werden versuchen, in diesem Video das einmal nachzumachen und gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Clip. Das ist auf Bilibili, das ist das YouTube in China quasi. Und das Video wurde mir zugeschickt. Passt mal auf. Gibt's hier auch Vollbild? Ja. Die Qualität ist ein bisschen schlecht, aber das ist nicht so schlimm. So. Hey, guckt euch das an! Das, meine Lieben, war Ebene 12.3 im Abyss in 10 Sekunden, 15 maximal. Das Video ist bei 19 Sekunden und am Anfang war noch nicht mal richtig zugange. Das werden wir heute nachmachen. Also, meine Lieben, wir befinden uns jetzt hier in Genshin Impact und das ist der gute Nivellet von der lieben Feodora. Ja, das ist nicht mein Nivellet, denn ich wollte Nivellet eigentlich skippen. Dann haben aber viele für Nivellet gepult und ich fand seinen Spielstil ziemlich spaßig. Seinen normalen Spielstil. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, komm, probieren wir es mal beim Waffenbanner. Kriege ich den Homerstab für Utau, weil ich noch keinen habe? Oder kriege ich Nivellets Waffe? Und tatsächlich habe ich nach 30 Ziehungen seine Waffe bekommen. Und danach habe ich es versucht, im Figurenbanner ihn zu kriegen. Habe dann eine Jean bekommen, auch ziemlich early. Und dann zeige ich euch nochmal einen Screenshot, blende den ein. Dann habe ich tatsächlich Nivellet und Jean in einer 10er-Ziehung bekommen. Ja, ich weiß, Bimalak, Lucky, Influencer, keine Ahnung, nennt mich wie ihr wollt. Ich hatte da wirklich Glück. Und dementsprechend habe ich Nivellet mit Waffe. Aber der ist halt leider noch nicht gebaut. Weder die Waffe noch Nivellet selbst. Deswegen nehmen wir den von Feo. Der ist aber sowieso interessanter und besser. Denn Nivellet hat hier viel mehr Stärke. Erstens ist er schon komplett vollgelevelt. Und die liebe Feodora hat ihn gespart. Also ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie der hier aussieht. Damit ihr wisst, mit was für einem Nivellet wir es hier machen. Könnte man falsch verstehen. Auf jeden Fall ist er C3. Und die Waffe ist hier schon da auf Level 90. Das neue Artefakt-Set ist da. Die Sets sind einigermaßen okay, meinte Feo. Nur mit dem Kelch. Ich hatte bisher nur einen LP-Kelch und keinen Hydro-Kelch. Aber ansonsten, der Nivellet ist... Muah. Den habe ich auch in meinem Guide verwendet. Falls ihr den Guide noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch gerne an. Der Nivellet lässt es wirklich krachen auf C3. Also der ist wirklich stark. Und dazu wollte ich vielleicht auch noch ein Video machen. Bezüglich der zwei neuesten Charaktere, Linay und Nivellet. Und was das für Auswirkungen Genshin haben könnte, weil die sind ja wirklich sehr stark. Aber in diesem Video sollte ja um was anderes gehen. Und zwar um diese Technik, die wir gerade in diesem Video gesehen haben. Ich habe mir extra für meine Maus, weil ich hatte meinen Computer vor kurzem irgendwie erst zurückgesetzt, ich habe mir extra für meine Maus nochmal die Software runtergeladen, um die DPI zu erhöhen. Weil ich spiele normalerweise mit 2400 DPI und jetzt haben wir die Möglichkeit, Nivellet auf 12.000 DPI zu spielen. Ja, ich, so spielt man normalerweise keine Videogames und da das ja wirklich sehr, sehr, sehr broken ist, wie es aussieht, bin ich mir ziemlich sicher, dass HoYoVerse das möglicherweise fixen wird. Denn ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man permanent so durch das Spiel rennt mit Nivellet und auch Abyss 12 in wenigen Sekunden cleared. Und ich habe mir schon überlegt, wo wir das vielleicht gut testen können. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz normal hier erstmal in diese Artefakten-Domain und gucken uns das an. Ich denke, ich möchte danach auch in Ebene 12.3, aber nur in den dritten Raum. Weil im ersten ist Mago Kenki, im zweiten ist diese Kröte. Und im dritten haben wir dann auch, glaube ich, mehr Gegner. Wir gucken uns das später nochmal an. Oder vielleicht eine andere Abyss-Ebene. Das wird schon irgendwie machbar sein. Ach ja, ganz wichtig, was ich noch erwähnen möchte. Ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass HoYoVerse irgendwie das patchen wird oder irgendwas verändern wird. Ich glaube, das müssen sie sogar, weil das ist ja wirklich ziemlich broken. Und ich mache das Ganze natürlich nur zur Unterhaltung und ich werde und würde jeden auch empfehlen, Nivellet ganz normal zu spielen. Ich meine, die meisten gerade auf der Playstation oder auch am Handy haben ja nicht mal diese Option, das, glaube ich, so zu machen. Und es ist funny, es ist lustig.
Ich glaube, da geben mir viele recht. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich nur zu Unterhaltungszwecken. Wir fangen mal hier an. Ich habe jetzt das Team, was Fio zuletzt drin hatte, einfach mal hier genommen. Wir machen mal einfach nur Fischels E, Neuvillette E und dann spinnen wir einfach. Ich erhöhe mal meine DPI und dann bin ich mal gespannt. Okay, hier hätte ich das nicht mal gebraucht, aber es ist lustig, okay. Man trifft einfach alles. Gut, hier brauchen wir das wirklich nicht. Vielleicht war das doch nicht die beste Ebene, aber es geht, es geht, es geht. Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Wir machen mal gleich eine andere Ebene. Ich glaube, Moment, wir machen das hier nochmal normal. So, das ist normal, ne? Das ist normal, okay. Okay, warte mal, wir gehen hier raus. Ich sammle mal ganz kurz ein. Ich glaube, wir gehen direkt in Abyss. In Abyss Ebene 9 und 10, wenn man das doch immer wieder macht, dann sind noch ganz viele Gegner um einen rum, oder nicht? Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Ah, in 12.3 befinden sich erstmal drei Gegner, zwei Pyro-Dinger und eine Blumentänzerin. Und dann nochmal die zwei, das hat er gemacht. In der unteren Ebene wäre natürlich auch interessant, aber hier gegen diese Hydro-Gegner ist das nicht so optimal. Aber wir gehen mal erstmal in eine andere Ebene, bevor wir in 12.3 gehen. Das ist natürlich auch interessant. Okay, ich würde sagen, wir probieren es erstmal bei 9 und danach gehen wir in 11 rein. Dann müssen wir ja den Monolithen verteidigen. Aber hier, genau, das meine ich. Passt mal auf. Wir nehmen Neuvillette rein, wir nehmen Zhongli rein und Kasua. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, mehr brauchen wir wirklich nicht. Okay, ich wechsle mal ganz kurz die Teams und wir packen Neuvillette nach unten. So, die drei spielen wir da. Und hier oben spielen wir ein Freeze-Team. Okay, jetzt sind wir hier. Wir machen nur einmal ganz kurz eine Zhongli-Säule, eine Kasua-Ult und dann Spin to Win. Ich hoffe, das funktioniert. Bin gespannt. Okay, einer hat überlebt. Ist der hinter der Säule? Tatsächlich, der ist hinter der Säule. Na gut. Müssen wir uns dann vielleicht gleich mal überlegen, die Säule anders zu platzieren? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Fünf von neun? Acht von neun? Wir haben sie einfach besiegt. Wir haben sie einfach besiegt. Es ist... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es funktioniert. Es ist irgendwie, kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach lustig. Es ist einfach zum Totlachen. Okay, wir sind bei 9.3 angekommen. Ja, ich weiß nicht, was hier für Gegner kommen. Aber es wird sicherlich kein Problem sein. Hier ist eine Säule in der Mitte. Ich hoffe, die steht uns jetzt nicht im Weg. Aua. Aua. Kaputt, alles kaputt. Das Coole ist halt, man dreht sich so schnell, dass man in einer Sekunde alles um einen rum trifft. Und die Reichweite ist ja enorm von Neuvillettes aufgeladenen Schuss. Und das macht das so stark. Man kann innerhalb, guck dir mal an, wie weit die Reichweite ist von so einem aufgeladenen Schlag. Und man kann innerhalb von einer Sekunde alles um sich rum treffen. Nicht mal eine Sekunde. Und das ist das, was das so OP macht. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz da rein, wo der Monolith zu verteidigen ist, weil da sind auch viele Gegner um einen rum. Und das ist gar nicht mal so einfach. Gerade gegen diese ganzen Pyro-Gespenster. Die spawnen immer wieder nach, aber bleiben immer weit außen. Und wenn das easy ist, also ich will auf jeden Fall nochmal Raum 1 hier ausprobieren. Und danach gehen wir nochmal in 12.3 rein und gucken, ob man mit Feos Neuvillette auch 12.3 sich so ultra krass durchcracken kann. Ich brauche nur die zwei. Zhongli's Säule will ich nicht machen, sonst verdeckt er noch irgendwelche Sachen. Und Tion ist egal, weil wir machen nur den ersten Raum. So, Leute. Wir machen nur die Kasua-Ult. Ich hoffe auch, dass dieser Monolith in der Mitte nicht im Weg steht. Dann die Neuvillette-Ult. Und los. Okay, das war einmal. Treffen wir alle, ist die Frage. 9 von 15 Gegner besiegt. Bereits? Alter, was? Wie schnell war das jetzt? Oh mein Gott, Leute, das ist so... Das ist so unfair, ne? Das ist so unfair. Also, Tutorial für gutes Neuvillette-Gameplay, was richtig gut funktioniert. Ihr müsst am PC spielen. Ihr braucht eine Maus. Mit meiner hat jetzt mindestens 12.000 DPI. Und dann Spin to Win, Leute. Ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist zu witzig. Zu witzig, wirklich. Wir gehen jetzt nochmal in 12.3 rein. Ich mache die ersten zwei Ebenen eben alleine fertig.
und wir sehen uns an der dritten. Okay, Leute, wir sind in 12.3 angekommen. Das wird unser letzter Versuch, unser letzter Test, den wir machen. Let's Ult dürfte ready sein. Ich glaube, es spawnen. Warte mal, wir werden die einmal zusammenziehen. Beziehungsweise mit Mona E, Kasor E. Und dann gehe ich auf Nuvillette direkt. Ja, machen wir so. Machen dann einfach nur die Ult. Und dann... Spin to win. Ja. Jetzt wird es aber interessant, weil jetzt die andere Ebene kommt. Die Ult ist wieder ready. Wir bleiben einfach nur in der Mitte stehen. Scheiße, wir sind eingefroren. Also ich sehe, wie deren Leben runtergeht. Und wir haben sie. Wir haben sie, wir haben sie. Also, man hätte es bestimmt ein bisschen schneller machen können. Vielleicht auch mit einer anderen Rotation. Wir starten nochmal von vorne. Ich nutze mal doch die Zhongli E, um einfach nochmal den Schaden ein bisschen zu buffen. Und leider hatten wir keine Kasua-Ult. Ja, das ist nochmal viel besser. Machen wir kurz so. 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 Aua, 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 er ist eingefroren, er ist eingefroren. Nein! Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Okay, alles down. Was soll man dazu sagen, Leute? Das wollte ich euch in diesem Video einmal mitteilen. Es gibt diese Methode, die man noch nutzen kann. Ich habe ein Video darüber gemacht, deswegen haben wir es jetzt hier auf dem Kanal verewigt. Das finde ich cool. Und ansonsten schreibt mir gerne mal, was ihr von dieser Methode haltet und wie ihr Nuvillette generell findet. Findet ihr, er ist zu stark? Das habe ich auch schon oft gelesen. Er ist zu stark. Er ist einfach zu stark. Auch wenn man ihn natürlich normal spielt. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, dieser Nuvillette war jetzt C3 mit seiner Waffe. Aber auch auf C0 mit seiner Waffe oder C1 mit der Waffe ist er extrem broken. Ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.